Jelly und Ronan. Wie lange war es jetzt schon her, dass sie ihn das letzte Mal gesehen hatte? Bestimmt fast eine Woche. Aber er wechselte ja auch ständig seine Handynummern. Genervt ließ Jelly eine Kaugummiblase zwischen den Lippen zerplatzen. Ihre linke Hand brannte wie die Hölle. Und sie war müde. Zwar konnte sie tagsüber herumlaufen, aber es machte sie müde. Irgendwie schien ihr toter oder lebendiger oder halbtoter Körper trotzdem auf Schlaf angewiesen zu sein. Vorsichtig zog sie die bandagierte Hand aus der Tasche und prüfte, ob der Verband noch richtig saß. Irgendwie wollte es nicht so schnell verheilen wie sonst. Normalerweise konnte sie Wunden einfach so über Nacht heilen, aber diese hier brauchte länger. Mist. Dabei hatte sie doch so große Hoffnungen gehabt. Seufzend steckte sie die Hand wieder in die Bauchtasche ihres Hoodies. Er hatte ein fluoreszierendes Schleimmuster auf der Schulter, welches jetzt im Halbdunkeln vor Ronans Detektei leicht vor sich hinglomm. Seufzend checkte sie erneut ihr Handy. Sie wartete seit 10 Minuten. Bald würde er hoffentlich kommen. Ronan fuhr langsam in seinem alten Dodge die Straße entlang. Es waren noch 3 Querstraßen bis zu seiner Wohnung. Er blickte in den Rückspiegel und sah die noch schwach erleuchtete Straße hinter ihm. Sein Blick blieb dabei an einer flackernden Laterne hängen. Das war irgendwie passend, denn so wie da Licht immer wieder aufflackerte und erlosch, kam er sich in dieser Gesellschaft von Monstern auch vor. Ein Funke, der glomm, nur um wieder verdunkelt zu werden. In den Gedanken ging der ehemalige Polizist die letzten Tage und Stunden noch einmal durch. Es war viel mehr passiert, als er vermutet hatte. Und so recht wusste er nicht, was er tun sollte. Diese jungen Kainiten hatte Ronan nun kennengelernt. Und sie waren als Gruppe sehr uneins und vertrauten sich untereinander kaum bis gar nicht. Was für eine vorbildliche Kamarilla-Einstellung, tönte es halblaut ins dunkle Innere seines Wagens. Dieser Bruce hatte das Herz am rechten Fleck. Und in dieser Gesellschaft war das nicht gut. Die Menschlichkeit überlebte zumeist nicht lange oder wurde von anderen als Schwäche ausgenutzt. Dieses Sam hatte etwas sehr Verführerisches an sich, schien aber immerhin noch für andere etwas über zu haben. Aber diese miese kleine Ventru-Sackratte, die hatte Ronan wirklich gefressen. Aus gutem Grund hatte er das vor allen anderen ausgebreitet. Nicht, dass der Schnösel noch an seinem Verstand herumfuschte. Die Reaktion war sehr gleichgültig ausgefallen. Außer bei den anderen. Was er da gesehen hatte, war eine wirklich gefährliche Kombination gewesen. Ein junger, ehrgeiziger Ventru, der seinen Platz suchte, und ein vermutlich älterer Ventru, der ihm zeigte, dass er ein Nichts ist. Das muss früher oder später knallen. Ronan fluchte in sich hinein. Er war niemand, der einen ans Messer lieferte. Aber dieser Isaiah war ein echtes Risiko in seiner blinden Arroganz. Es war Ronan nicht schwer gefallen, ihn zu verpfeifen. Aber die anderen hatte er rausgelassen. Auch hatte er nicht erwähnt, dass einige seine Hilfe wollten. Oder zumindest darüber nachdachten. So wie sich diese Gruppe verhielt, steuerten sie aber unaufhaltsam in die Katastrophe. War die Kamarilla in früheren Zeiten schon streng gewesen, war sie seit der 2. Inquisition nahezu drakonisch. In allem. Als er in seine Straße einbog, erfassten die Scheinwerfer eine Gestalt vor der Tür.
War das Jelly? Es war eine Ewigkeit her. Gefühlt. Ronan stellte den Motor ab, stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Hey, hübsches Ding. Jelly verzog kurz das Gesicht, während sie gegen die Helligkeit der Scheinwerfer anblinzelte. Dann huschte ein Grinsen über ihre Wangen. Hey! Sie stieß sich von der Wand des Durchgangs ab, an dem sie gelehnt hatte, und winkte Ronan mit rechts, während sie auf ihn zukam. Wie war dein Tag? Fragte sie mit einem schelmischen Grinsen, während sie zu seinem Auto hinüberschlenderte. In letzter Zeit scheint ja ziemlich viel los zu sein in dieser kleinen Stadt. Schön, dass du fragst, Schatz. Erwiderte er mit einem breiten Grinsen und kam ihr entgegen. Ronan ließ seinen Blick einmal schweifen, während er sich Jelly näherte. Paranoia war etwas, was man sich schnell angewöhnen sollte, wenn man es mit Vampiren zu tun hatte. Seinen Blick, als er das Partygirl genauer betrachtete, überspielte er mit einer flapsigen Anmerkung, dass sie ja eh keine Ahnung hätte. Wahrscheinlich. Sie umarmte Ronan. Kurz, aber innig. Wenn man ihr noch vor einem Jahr gesagt hätte, dass sie sich einmal wirklich freuen würde, den Ex-Cop wiederzusehen, hätte sie laut gelacht. Aber nun war es so. Die Dinge, die sie erlebt hatten, die schmeißen einen zusammen. Und er war einer der wenigen, denen sie wirklich vertrauen konnte. Vor allem, weil er sie auch vor seinesgleichen beschützte. Hast du Zeit? Es ist einiges passiert und ich habe ein paar Fragen dazu. Sie zog ihre linke Hand aus der Brusttasche und zeigte ihm die Bandagen. Nach dieser seltsamen Reise mit dem Bus und dem Gestrandetsein hier war Jelly so etwas wie eine Konstante in Ronans Unleben geworden. Ronan wusste selbst nicht genau, wo sie standen, aber ihre Eigenheit, noch sehr menschlich zu sein und sich auch noch völlig wie ein Mensch anzufühlen, erinnerte ihn stark an das, was er verloren hatte. Aber ihre ganze Art war ihm sympathisch und sie vertraute ihm und er ihr, was wirklich ungewöhnlich war. Ihm war aber auch durchaus bewusst, dass er sie nicht ewig würde beschützen können. Sie brauchte eine bessere Tarnung oder so etwas in der Art. Indem er sie beschützte, fühlte Ronan sich auch wieder ein Stück weit menschlich. Als sie ihm die bandagierte Hand zeigte, hob er eine Braue. Das sieht schmerzhaft aus. Er seufzte tief und dachte, was da nun wieder passiert wäre. Entweder war die Verletzung sehr frisch oder einer der Schwächen der kainitischen Existenz geschuldet. So oder so sollte man sich das ansehen. Gehen wir erstmal rein. Es gibt ja einfach zu viele neugierige Augen und davon sind längst nicht alle menschlicher Natur, weißt du? Ronan schritt zur Tür, deaktivierte die Alarmanlage und schloss auf. Nachdem er Jelly hinter sich hatte eintreten lassen, drehte er das Schild auf geschlossen und stellte die Anlage wieder an. Na, setz dich ruhig schon mal. Bin sofort da, sagte er über die Schulter hinweg und betätigte einen Dimmschalter, woraufhin das Büro in ein diffuses Licht gehüllt wurde. Ganz deiner Meinung. Jelly steckte die verletzte Hand wieder in die Tasche und folgte Ronan zur Tür. Während der Tremere die Tür öffnete, beobachtete sie die Straße, ehe beide die Detektei betraten. In der Detektei hatte sich nicht viel verändert. Jelly hatte einmal gescherzt, dass man im Zweifelsfalle einen Noir-Filter über die Szene legen könnte. Tatsächlich hatte sie des Öfteren überlegt, Ronan einen dieser alten Hüte zu schenken. So sehr hing er an diesen altmodischen Dingen. Sie pflanzte sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, während ihr Gesicht eine gespielte Sorge annahm. Oh, großer Detektiv! Mein Ehemann ist verschwunden! Sie müssen mir helfen! Der Tremere schmunzelte auf Jellys Aussage hin, nahm dann ihr gegenüber Platz, griff in eine Schublade und holte einen Notizblock samt Bleistift und Lupe heraus. Aber natürlich, Miss, das kriegen wir hin.
Eine echte Schande, eine hübsche Frau wie Sie in einer so misslichen Lage vorzufinden. Ja, ist doch wahr. Man könnte meinen, mein Ehemann hätte Besseres zu tun, als eine Frau mit meinen Qualitäten alleine zurückzulassen. Sie beugte sich nach vorn und stützte den Kopf kokett in beide Hände. Kurz darauf verzog sie das Gesicht und schüttelte leicht die verletzte Hand. Es will nicht heilen, gab sie auf Ronans fragenden Blick widerwillig zu. Sonst kann ich alles ziemlich schnell heilen, egal ob Brüche oder Schürfwunden. Über Nacht sind sie einfach immer weg. Aber das hier... Vorsichtig löste sie die Klammern und wickelte den Verband ab. Darunter kam rote, verbrannte Haut zum Vorschein. Ronan schmunzelte. Er fühlte sich wohl in Jellys Gegenwart. Allein schon, weil er sich nicht verstellen oder übermäßige Vorsicht walten lassen musste. Als sie den Verband abnahm, runzelte er die Stirn. Die Kräfte von Dünnblütigen waren ihm ein Rätsel. Sie besaßen einige der Eigenschaften von gängigen Kainiten, aber auch nicht alle. Er verstand einfach nicht, warum sie ein Zeichen des Untergangs sein sollten. Letztlich war es ganz normal, dass sich Blut verdünnte und vermischte, oder? Darf ich? Vorsichtig nahm er ihre Hand in seine und brachte die verbrannte Haut näher ans Licht seiner Schreibtischlampe. Und wodurch ist das entstanden? Ich habe versucht, die Stadt tagsüber zu verlassen. Ich weiß, du hast gesagt, man kann die Stadt nicht verlassen, wenn man ein Vampir ist, aber ich dachte, ich probiere es trotzdem mal. Missmutig betrachtete sie die verbrannte Haut. Die Bestie in mir verzieht sich schreiend, sobald die Sonne aufgeht und will mir weismachen, dass ich schlafen soll. Aber tagsüber bin ich wieder ein Mensch. Gut, ich bin tierisch schwach und habe meine Superkräfte nicht mehr. Aber alles andere geht irgendwie. Deshalb dachte ich, es würde vielleicht gehen. Aber es geht nicht. Jilly ließ den Kopf hängen. Vielleicht war ich mir zu sicher. Naja, und normalerweise sind alle Verletzungen weg, wenn ich aufwache, aber die nicht. Klar hast du es trotzdem versucht. Hätte ich an deiner Stelle vermutlich auch. Ronan deutete kurz ein Schulterzucken an. Er verstand es ja selbst nicht. Es musste eine Art Bann über der Stadt liegen, der verhinderte, dass Kainiten sie wieder verlassen konnten. Warum das so war und woher diese Magie kam, war ihm völlig schleierhaft. Es gab Rituale, die Kainiten binden konnten, aber nichts, was es auf eine ganze Stadt ausgewirkt hätte und zusätzlich noch dafür sorgte, dass man verbrannte. Superkräfte? Da musste er wieder schmunzeln. Sonnenlicht ist und bleibt für uns Kryptonit. Auch Superman kann das ertragen, aber es macht ihn echt fertig. Der Tremere nahm einen Zug von seiner Zigarette und legte die Stirn in tiefe Falten. Sonnenlicht kann dir ja an sich nichts anhaben. Und ich bin ehrlich gesagt auch noch immer überfragt, wie gut deine Selbstheilung ist. Kugeln und Messer können uns für gewöhnlich kaum gefährlich werden. Aber eine Schrotflinte am Schädel abgedrückt erledigt uns auch. Ebenso wie Feuer und auch manche Arten von Magie. Nehme ich zumindest an. Und diese Verbrennung, die wird heilen. Aber das dauert lange. Du musst viel von deinen inneren Kräften und von deinem Blut einsetzen, um das zu heilen. Blut hilft immer. Also hast du mehrere Möglichkeiten. Es könnte von selbst heilen, wobei ich mir da nicht sicher bin. Oder du musst einiges an Blut zu dir nehmen. Ronan deutete in die Richtung seiner Wohnstube. Ich habe noch ein paar Konserven da. Sonst müsstest du jagen und das nicht zu knapp. Oder von einem Kainit trinken. Jelly lächelte etwas hilflos.
Das mit dem Jagen behagte ihr überhaupt nicht. Sie war keine besonders gute Jägerin, auch wenn sie mittlerweile einige Tricks beherrschte, um leicht an Blut zu kommen. Wie soll ich es sonst nennen? Mein Körper ist ein absolutes Rätsel, der immer andere Dinge macht, abhängig davon, was ich in ihn reinschütte. Sie legte die Stirn in Runzeln und sah Ronan unsicher an. Hast du mir nicht gesagt, dass ich unter keinen Umständen Blut von anderen Kaniten trinken soll? Wegen dieser Blutsbandgeschichte? Ronans Lächeln wurde ob ihrer Worte ein bisschen breiter. Ich fand die holde Weiblichkeit auch immer rätselhaft. Dann wurde er aber wieder ernst. Ich kann dir zu deinen Veränderungen nur sehr wenig sagen. Dünnblütige wie du sind nicht gerade eine Gruppe, die von anderen Kaniten untersucht wird. Zerlegt trifft es da eher. Mit einem Knarzen lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, griff dann in einen kleinen Schrank und zog eine Flasche irischen Whisky hervor, sowie zwei Gläser. Er goss ein und schob Jelly ein Glas herüber. Blut ist leider eben der Schlüssel. Ich weiß, wie ich sowas heilen würde, aber ich kann halt nicht sagen, ob das bei dir auch gehen würde. Ich kann dir eine Konserve anbieten oder zwei und du versuchst es dann mit der Heilung oder einer beschleunigten Heilung. Um solche Verletzungen zu heilen, muss ich schon einiges an Blut trinken. Deswegen mein Vorschlag mit dem Jagen. Aber du müsstest vermutlich von mehreren trinken. Oder eben von einem Kaniten. Wobei ich nicht weiß, ob du das überhaupt vertragen würdest. Ein ernsthafter und von tiefer Sorge gezeichneter Blick traf Jelly. Ja, wenn du von einem anderen Vampir trinkst, entsteht ein Band zwischen diesen beiden. Und es wird stärker, je mehr Blut getrunken wird voneinander. Zu Anfang ist das recht harmlos, aber es kann sehr extreme Züge annehmen. Wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du trinkst? Was fühlst du dabei? Was empfindest du? Nachdenklich legte Jelly den Kopf schief. Sie schloss die Augen. Tja, wie fühlte sich das an? Erinnerst du dich an Heißhungerattacken von früher? Wenn man unbedingt Schokolade oder so essen wollte. Und dann hat man Schokolade gegessen und wollte am liebsten gar nicht mehr aufhören, bis einem schlecht wurde. So in etwa. Es schmeckt gut. Es schmeckt sehr gut. Und man will mehr. Aber ich schaffe es immer aufzuhören, bevor etwas passiert. Manchmal sammle ich es auch nur in kleinen Flaschen und trinke es gar nicht aus der Wunde. Das ist dann wie Schotz. Ein leichter Schauder erfasste Jelly. Oh, schon merkwürdig. Seit dem Bus habe ich allerdings kein Bedürfnis mehr nach Schotz. Prüfend nach einer Reaktion sah sie Ronan an. Ich habe damals das Zeug in den Drinks geschmeckt, wusste aber nicht, was es war. Und dann sind alle so durchgedreht. Aber die Drinks waren besser als alles, was ich bis dahin getrunken hatte. Alles andere schmeckt mir noch, aber das war berauschend. Ergibt das Sinn? Der Ex-Cop lauschte ihren Ausführungen schweigend. Er erinnerte sich an seine ersten Nächte und wie rasend er gewesen war. Erst sein Beichtvater hatte ihn damals wieder an alte Werte erinnert. Und Ronan hatte angefangen, sein Verhalten zu überdenken. Ja, tut es. Menschen empfinden es als lustvoll, gebissen zu werden, und bei Vampiren ist es nicht anders. Nur noch stärker. Um deinem Vergleich nachzugehen, wenn das normale Trinken wie eine nie endende Heißhungerattacke war, dann musst du dir vorstellen, ist das bei einem Vampir so, als hättest du deine Lieblingssorte an Schokolade gefunden, ohne jemals gewusst zu haben, dass es genau die sein muss und keine andere. Und nichts wird jemals wieder so gut schmecken wie das. Man kann nach diesem Gefühl süchtig werden und nach dem Geschmack.
Mit etwas Wehmut hob er das Glas an, betrachtete die Flüssigkeit darin. Ältere Kainiten pflegten durch solche Blutsbande ihre Kinder so fest an sich zu binden, dass diese niemals rebellieren konnten. Wie gesagt, es erzeugt Sympathie und Abhängigkeit. Für manche ist es auch eine Form von Liebe. Klingt ja toll. Ihre Worte waren voll von Sarkasmus. Sie verschränkte erneut die Arme und achtete dabei auf ihre verletzte Hand. Ich werde es mal mit dem Blut versuchen. Wahrscheinlich ist das tatsächlich ein vampirischer Teil meines Daseins. Es folgte ein langer Moment des Schweigens. Jelly betrachtete Ronan sorgenvoll. Wie geht's dir? Als du ausgestiegen bist, wirktest du für einen Moment etwas angespannt. Ist alles okay? Ronan nickte nur. Langsam stand er auf und ging durch die Tür zu seinen privaten Räumen. Als er wenig später zurückkam, hatte er zwei Blutkonserven dabei. Er ließ sich wieder in seinen Stuhl zurückfallen, betrachtete die beiden Konserven lange und schob sie dann zu Jelly herüber. Wenn man so will, gibt es an dieser Blutsbandsgeschichte nur einen echten Vorteil. Man ist nicht in der Lage, etwas gegen den anderen zu unternehmen. Das kann so weit gehen, dass es unmöglich ist, dem anderen in irgendeiner Form zu schaden. Mit ernstem Blick beugt er sich vor und legt die Hände aneinander. Meine Chefin hat mich auf diese neuen Kainiten angesetzt, die in die Stadt gekommen sind. Ich habe ihre Bekanntschaft gemacht, nachdem ich ein paar Dinge rausgefunden habe. Die sitzen ganz schön in der Scheiße. Und ich schätze, es wird nicht besser werden. Sie verstoßen ständig gegen die Regeln der Camarilla und sind sich dessen wohl noch nicht mal bewusst. Und einer von ihnen hätte fast die Inquisition auf ihre Spur gebracht, weil er jemanden umbrachte und dabei Zeugen zurückließ. Ich muss mir wohl oder übel langsam Gedanken machen, wo ich in dieser Stadt stehen will. Ob ich mal einen Posten haben will, etc. und so weiter. Oh, die, ja. Die haben mich enttarnt. Also, als Vampir. Ich bin abgehauen, aber sie haben mich aufgespürt. Ich glaube nicht, dass sie wissen, was genau ich bin. Aber, naja, vielleicht solltest du das wissen. Zerknirscht sah sie zu Ronan auf. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass das ernste Gesicht des Ex-Cops noch ernster hätte werden können. Es tut mir leid, Ronan. Ich hab's wirklich versucht. Aber dann hat dieser geleckte Typ mich einfach angequatscht, ob ich ein Kainit bin und mich so angesehen und... Dann habe ich einfach überreagiert. Ich hab's echt versucht. Und ein Jahr hat's ja auch geklappt. Aber dann kommen die in die Stadt und alles wird chaotisch. Obwohl ein paar von ihnen ganz in Ordnung zu sein scheinen. Verzweifelt versuchte Jelly das Thema zu wechseln. Aber für dich ist diese Stadt gut, oder? Hier wärst du sicher, vor allem mit einem Posten. Das konnte vermutlich nicht ewig gut gehen. Ich hoffe aber, dass die nicht wirklich bemerkt haben, was mit dir los ist. Und ja, einige scheinen ganz in Ordnung zu sein, aber einige von ihnen absolut nicht. Wenn du vom selben geleckten Typ sprichst, wie ich glaube, dann solltest du dich von dem ganz besonders fernhalten. Der hat eine Frau getötet, sie einfach ausgesaugt und ihr Verlobter hat das mitbekommen. Die Eltern stellten Nachforschungen an und wurden von der Polizei vertröstet. Dann war die betagte Dame plötzlich bei mir und bat mich um Hilfe. Ich habe denen den Arsch gerettet und hoffe wirklich, dass die Sache nicht weiter verfolgt wird. Angestrengt rieb Ronan sich die Stirn und dachte über Jellys Worte nach. Was wollte er eigentlich selbst? Ronan war sich dessen einfach nicht sicher. Denn aufsteigen bedeutete auch, wieder eine Zielscheibe zu sein. Oder sich dauerhaft zu verstellen und zu verbiegen, was er wirklich hasste. Keine Ahnung. Es gibt bald Wahlen zum neuen Prinzen und ich
muss dann so oder so Arsch kriechen. Wenn mich ein Post interessieren würde, dann der des Sheriffs. Und ich würde versuchen, die Polizei und die kriminellen Banden unter meine Kontrolle zu bringen. So könnte ich dich dann auch effektiver schützen. Stimmt. Der Alte scheint verschwunden zu sein? Sowas hattest du mal gesagt. Erneut betrachtete Jelly Ronan. Er schien mit der momentanen Situation wirklich nicht glücklich zu sein. Vorsichtig streckte sie die Hand aus und legte sie sanft auf seine. Hey, mach dir um mich bitte keinen Kopf. Du tust schon genug und ich weiß, dass du ein großes Risiko damit eingehst, dass du mich nicht bei deiner Vorgesetzten meldest. Dieser Sheriff-Job scheint nicht ohne zu sein und wegen mir musst du wirklich nicht noch ein größeres Risiko eingehen. Du hast gesagt, der jetzige Sheriff ist verdammt gefährlich. Ich weiß nicht, wie klug es wäre, ihn gegen sich aufzubringen, weil man auf seinen Posten scharf ist. Sie rang sich ein aufmunterndes Lächeln ab. Ich würde ungern jemanden wie dich an dieser Stadt verlieren. Für sie war es eh ein Spiel auf Zeit. Jelly war nicht dumm und sie wusste ganz genau, wie hoch ihre Chancen standen, dauerhaft unentdeckt in dieser Stadt zu bleiben. Diese Stadt war ein eng begrenztes Spielfeld. Und sobald irgendjemanden der karnitischen Gesellschaft auffiel, dass das lilahaarige Mädchen jetzt schon seit Jahrzehnten da war, wäre es sowieso um sie geschehen. Trotzdem würde sie den Teufel tun, Ronan mit in diese Scheiße reinzuziehen. Er war eine wichtige Konstante in ihrem Leben geworden. Und sie brauchte ihn. Weniger wegen seinen Fähigkeiten, sondern weil sie wirklich einen Freund brauchte. Und mit ihm konnte sie einfach über alles reden. Außerdem konnte sie ihm vertrauen. Sie verband etwas, was es in dieser vampirischen Gesellschaft nicht wirklich zu geben schien. Wenn du allerdings trotzdem Sheriff werden willst, werde ich dich, wo ich kann, unterstützen. Ob der Berührung ihrer auffallend warmen Hand verzog sich der ernste Gesichtsausdruck aus Ronans Gesicht. Er lächelte wieder. Ich bin echt froh, dass wir zusammen in dieser Stadt sind. Zumindest eine Person, der ich vertrauen kann. Ich würde den Job nicht unbedingt machen wollen, aber ich hätte gern etwas mehr Kontrolle im kleinen Bereich. Mal sehen, inwieweit ich mir da selbst was aufbauen kann, ohne jemand auf die Füße zu steigen. Ich habe auch schon früher immer andere beschützt und Dinge aufgebaut. Das liegt mir im Blut, schätze ich, auch wenn die fast ausnahmslos kriminell waren. Und dann kam, ja... Er biss sich auf die Lippe. Es gab immer mal wieder Momente, wo Ronan stockte oder seine Laune kippte. Häufig ging sein Blick dann auch in die Vergangenheit und er schien an einen Ort oder eine Person zu denken, mit der er viel verband. Jelly kannte das schon. Sie ließ ihm den Moment und blieb stumm. Dann drückte sie erneut Ronans Hand. Hey, Vergangenheit ist vergangen. Das wissen wir beide. Wir können leider nichts mehr daran ändern. Ronan nickte und strich wie geistesabwesend noch einmal über ihre Finger. Wohl wahr. Aber man sollte nicht vergessen, woher man kommt, weißt du? Sie griff nach dem Whiskyglas, das Ronan ihr eingeschenkt hatte, und prostete ihm zu. Auf uns! Auf Jellys Toast hin hob Ronan auch das Glas, schnupperte daran, trank aber nicht. Und das war nun wirklich etwas, was er vermisste. Auf uns, das dynamische Duo. Der Whisky schmeckte scharf, aber das mochte sie. Mit einem großen Schluck leerte sie das Glas, stellte es ab und fuhr dann nachdenklich mit dem Finger am Rand entlang. Mir ist da vor kurzem übrigens was aufgefallen, dem ich nachgehen werde.
So? Was denn? Ist dir bisher nie aufgefallen, dass selbst die Menschen, die hier wohnen, nicht wissen, wie diese Stadt heißt? Ich meine, ich habe mich die letzten Tage umgehört, vor allem auf der Straße. Wollte herausfinden, ob es irgendwelche Legenden oder Geschichten über die Entstehung dieser Stadt gibt. Nichts. Keiner weiß was. Und selbst als ich sie darauf angesprochen habe, dass sie nicht wissen, wie ihre eigene Stadt heißt, in der sie leben, vollkommene Gleichgültigkeit. Das ist doch merkwürdig. Bei der Bürgermeisterwahl machen sie ein großes Gewese draus, aber sie wissen nicht, wie ihre Stadt heißt? Auf den Zeitungen stehen keine Ortsangaben, wenn es um örtliche Sachen geht. Auf Google Maps existiert diese Stadt gar nicht. Trotzdem scheinen die Leute hier im Internet Dinge bestellen zu können. Und das Netz ist intakt, also muss es auch irgendwo Leitungen geben. Ich werde mir die Tage mal einen Bibliotheksausweis besorgen und versuchen, in die Stadtarchive zu kommen. Keine Ahnung, Uniprojekt oder so. Ich will wissen, ob es eine Geschichte hinter dieser Stadt gibt. Wo Menschen sind, werden auch Dinge aufgeschrieben. Und vielleicht finde ich auch einen Anhaltspunkt, warum wir hier nicht weg können. Ronan hörte gespannt zu, was Jelly zu sagen hatte, und betrachtete sie dabei eingehend. Da war ein ziemliches Feuer in der jungen Frau. Er wusste selbst, dass er das hatte schleifen lassen, aber er war zu sehr mit den Kainiten und den Informationen beschäftigt gewesen. Aber ihm war auch klar, aus eigener leidvoller Erfahrung, dass die Dinge dazu neigen, einen anzublicken, wenn man zu tief gräbt. Ja, das ist mir klar. Ich hätte angefangen, aber dann war ich auch zu sehr eingespannt, was die Camarilla betrifft. Ich helfe dir gern dabei. Hab ja durchaus sehr viel Ahnung von Recherche. Er setzte sich gerade auf und blickte Jelly mahnend an. Sei aber vorsichtig. Ich weiß, dass das Grauen einen manchmal eher findet, als dass man es selbst identifizieren kann. Ich würde mich über deine Hilfe freuen. Aber wäre es klug, für dich herumzuschnüffeln, wenn du einen Posten anstrebst? Die Kaniten hier sind doch sehr geheimnisvoll, was diese Sache angeht. Ich könnte dir aber die Infos zuspielen, sollte ich auf etwas stoßen. Gleichzeitig könntest du auf offizieller Seite nachforschen, solltest du aufsteigen. Da hast du nicht ganz unrecht. Du kannst dir Infos sammeln und wir tragen sie hier zusammen und werten sie aus. Und wenn die Chefetage in die Gerüchte verwickelt ist, sollte ich offiziell ohnehin nichts tun, um nicht auch selbst zu verschwinden. Ja, wir sollten vorsichtig sein. Sind deine Nummern bei mir eigentlich noch aktuell? Hast du wieder ein Handy gewechselt? Oh, und mir fällt noch etwas ein. Wegen dieser Bürgermeisterwahlgeschichte. Kennst du einen Adam? Großer Typ, tätowiert, kurze Haare. Ich musste noch keins wieder wegwerfen. Also stimmen die noch. Ronan dachte jetzt an die Wahl, die die neuen Kainiten extrem ins Rampenlicht gerückt hatte. Adam? Aus dem TV. Wegen der Party, da ging es ja ziemlich ab. Weiß über den aber auch nichts, außer dass er ein Brucher sein soll. Ja, genau der. Der hängt mit meiner Chefin zusammen, ehemaligen Chefin. Irgend so ein Ausländer hat Anteile der Firma gekauft. Gruseliger Typ. Pranava? Oder so. Jedenfalls hängt er mit Miss Gilman zusammen. Und er hat dem Bürgermeisterkandidaten, der jetzt zurückgetreten ist, von seinem Blut gegeben. Ich hab's zufällig beobachtet. Ronan hob überrascht beide Brauen und begann, sich Notizen zu machen. Ach, Jelly, Jelly, in was bist du da hineingeraten? Pranava ist ein Tremere wie ich und, wie ich vermute, sehr mächtig. Sei bei ihm auf der Hut und am besten vor allen von dir genannten. Die Skillman ist die Sprecherin der Toreador und gleichzeitig die Harpie. Also zuständig für Klatsch, Tratsch, Social-Krams und PR. Dann hat der Brucher den Kandidaten gegoogelt. So nennt man das, wenn man einem Menschen von unserem Blut zu trinken gibt. Die werden danach süchtig, aber es macht sie auch stärker.
Dieses Mal kann ich wirklich nichts dafür. Ich habe einfach nur gearbeitet. Ich konnte wirklich nicht ahnen, dass es plötzlich so von Vampiren wimmelt. Nervös nagte Jelly auf ihrer Lippe herum. Soll ich mir einen anderen Job suchen? Im Moment wechseln einige die Firma. Oder glaubst du, das fällt zu sehr auf? Puh. Erst jetzt nahm der Tremere seinen Hut ab und fuhr sich nachdenklich durch die dunklen Haare. Das ist schwer zu sagen. Es könnte auffallen, ja. Du musst wissen, einige von uns können feststellen, ob du lebendig bist oder nicht. Und wenn man feststellt, dass da ein Kanid sitzt, den keiner kennt, macht es das schwierig. Andererseits bedeutet ein überaltes Jobwechseln immer, dass man was zu verbergen hat oder sich fürchtet. Wenn du die Stelle verlässt, dann nur, wenn du wirklich ein besseres Angebot bekommen hast. Würde ich zumindest so machen, und sonst versuch einfach, unsichtbar zu sein, aber dich nicht anders zu verhalten als zuvor. Okay, unsichtbar bleiben. Eigentlich bin ich ja ganz gut darin. Jelly schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln und wechselte erneut das Thema. Also, Sheriff, hm? Kriegst du dann auch so einen Cowboy-Hut wie der Polizeichef? Ich kann mir dich richtig gut im alten Westen vorstellen. Sie grinste breit, erhob sich von ihrem Stuhl und begann mit ausladenden Gesten und dunkler Stimme zu erzählen. Eine Stadt ohne Namen, tief in der Wildnis der Vereinigten Staaten. Die Straßen sind ein unsicheres Pflaster geworden. Gangs, Machtmissbrauch, Korruption. Aber es gibt Hoffnung. Ein neuer Mitspieler hat das Pflaster betreten. Roll Western Music. Eigentlich. Genau. Ronan wünschte sich manchmal auch, einfach unsichtbar sein und agieren zu können. Er verfügte zwar über die Gabe des Verdunkelns, aber dennoch stand er jetzt mehr im Rampenlicht, als er jemals geplant hatte. Als Jelly ihn dann mit ihrer kleinen Theateraufführung aufzog, schnaubte er in gespielter Entrüstung. Ja, ja, mach dich nur lustig. Es gab einige Tremere, die als Sicherheitschef fungierten. Aber mir ging es eher darum, mehr Kontrolle zu haben und ungestörter agieren zu können. Er musste zugeben, ihre Art war ungemein ansteckend. Also begann auch Ronan, mit tiefer Stimme zu sprechen. Hütet euch vor Ronans Strafgericht. Vergnügt kicherte die junge Frau. Dann aber seufzte sie leicht und ließ die Schultern hängen. Es ist schon schade, dass wir nicht wirklich oft zusammen rumhängen können. Ich hätte mal wieder Lust auf Kino. Ich vermisse das. Was mit Freunden machen. Ausgehen. Sowas halt. Sie hatten sich relativ früh, nachdem Ronan bemerkt hatte, dass man die Stadt nicht verlassen konnte, darauf geeinigt. Dadurch, dass Ronan Kontakt zu anderen Vampiren herstellen wollte, wäre es zu auffällig, wenn sie offensichtlich mit ihm herumhängen. Trotzdem, diese selbst auferlegte Isolation machte sie schon ein bisschen fertig. Ronan schob die Zigarette von einem Mundwinkel in den anderen. Bei ihm selbst war es auch Ewigkeiten her. Er unternahm nichts mehr mit den Iren. Und für seine alten Kollegen war er tot oder verschwunden. Und was Ausgehen betraf, da war es vorbei seit jenem Tag. Aber... Hey, von mir aus können wir drauf scheißen. Wir können durchaus mal ins Kino gehen oder was trinken oder so. Ich weiß, ich bin da vorsichtig, aber niemand erkennt dich, und wenn man mich mit dir sieht, würde man annehmen, ich züchte mir einen Ghoul heran oder so. Jelly warf ihm leicht überrascht einen Blick zu, während sie auf dem Gedanken herum überlegte. Vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee für den Notfall. Also, dass die Leute denken, ich wäre dein Ghoul oder so. Darf ich das dann als Date-Anfrage werten? Seltsamerweise brachte ihn ihre ironische Frage mehr aus dem Gleichgewicht, als er gedacht hatte. Vermutlich, weil er sich einfach nie wieder groß Gedanken über Spaß, Ausgehen, Schäkern und dergleichen gemacht hatte. Ronan musste zugeben,
dass er sich von der Welt letztlich doch versteckt hatte. Sag ich ja, sowas ist nicht ungewöhnlich. Außerdem kenne ich durchaus sehr beliebte Orte von unseresgleichen. Wir könnten also durchaus auch andere Lokalitäten aufsuchen. Dann beugte er sich galant vor und mischte seiner Stimme einen Ton bei, von dem er hoffte, dass es wie gespielt klang. Na, wenn eine so hinreißende junge Frau nicht auf ein Date einladen würde, ist ja wohl selber schuld. Jelly musste jetzt wirklich herzlich lachen. Dafür, dass Ronan so selbstsicher in anderen Lagen war, gab er sich jetzt schon fast ein bisschen drollig. Na, da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass du nicht auf mundtote Mauerblümchen stehst. Sie kam zu ihm hinüber, setzte sich neben ihn auf die Tischkante und beugte sich dann laziv nach vorne, um sich seinen Whisky zu schnappen. Den überlässt du sicher gerne mir, oder? Sie zwinkerte ihm zu und hob das Glas. Sowohl was die Mauerblümchen betraf, als auch, dass Ronan sich etwas anstellte, er war völlig aus der Übung, was diese Dinge betraf. Als Jelly näher kam und nach dem Glas griff, betrachtete er sie mit einem Seitenblick. Und unwillkürlich fiel sein Blick auf ihren Hals. Er kannte Vampire, die sehr menschlich wirkten und sich auch so gaben. Aber Jelly spielte das nicht nur oder war moralisch, wie Bruce. Nein, sie war irgendwie doch ein Mensch. Und dann auch wieder nicht. Ein Teil dieser Menschlichkeit machte das Tier in Ronan hungrig, während ein anderer Teil sich massiv dagegen sträubte. Klar, entfuhr ihm eine etwas belegte Stimme und er fügte dann ausgesprochen rasch hinzu: Ich glaube, ich gönne mir vorher noch einen Schluck, sonst knabber ich dich noch an. Gerade den letzten Worten versuchte er einen ironischen und beiläufigen Klang zu geben, wusste aber nicht, ob ihm das wirklich gelang. Oh, mache ich dich hungrig? Die Frage war halb Versicherung, halb Neugier. Tatsächlich hatte sie sich diese Frage bereits einige Male gestellt. Wenn ein Kainit auf sie zukam, sollte sie sich zu erkennen geben als Kaitiff? Oder sich beißen lassen in der Hoffnung, dass man den vampirischen Teil nicht herausschmeckte? Das Whiskyglas noch in der Hand drehte sie ihren Unterarm so, dass die bläulichen Adern unter ihrer blassen Haut zu sehen waren. Wahrscheinlich wäre mein vampirisches Blut nicht mehr stark genug, um dir etwas anzutun, aber ich weiß es nicht. Ronans Gesicht nahm einen regelrecht zerknirschten Ausdruck an. Man konnte ihm den inneren Kampf fast ansehen. Ja, schon. Weißt du, der Hunger hört halt nie auf und du scheinst dem Tier eher menschlich zu erscheinen als kainitisch. Und ich könnte auch nicht sagen, ob dein Blut die gleiche Wirkung hat, aber an sich wohl schon. Wenn es auch extrem verwässert ist, so ist es doch ein Teil der Alten. Ich nehme es dir nicht übel, keine Sorge. Aber vielleicht heben wir uns dieses Experiment für den Notfall auf oder so. Beschwichtigend legte sie ihm sanft eine Hand auf den Arm und schenkte ihm ein schiefes Lächeln. Ich meine, hey, wenn es dir das Leben rettet, gebe ich mein Blut gerne dafür her. Ronan schluckte tief, als Jelly diese Worte sprach, und wusste einen Moment lang nicht, was er sagen sollte. Ob sie sich wirklich im Klaren darüber war, was dieses Angebot bedeutete? Danke, das gilt umgekehrt genauso. Dann schüttelte er sich kurz und fügte feixend hinzu: Tja, der beste Nebeneffekt ist ohnehin, dass man davon tierisch geil wird. Ach, wird man das? Jelly schmunzelte breit und trank erneut von dem Whisky, während sie auf der Tischkante mit den Beinen wippte. Ihr Blick fiel auf die Blutpäckchen, die immer noch auf ihrer Tischseite lagen. Leise seufzend stellte sie das leere Glas ab. Ich schätze, ich sollte auch noch etwas trinken. Sonst muss ich vielleicht bald erklären, wo ich mich so verbrannt habe. Im Moment rede ich mich mit einer Gelenkentzündung auf der Arbeit raus. Das solltest du. Wobei die Ausrede nicht schlecht ist. Ich muss aber warnen.
Die meisten Kaniten kommen mit kaltem Blut nicht zurecht. Ich habe gemerkt, dass es mir nichts ausmacht, kann aber nicht sagen, wie es bei dir sein wird. Wie meinst du nicht zurecht? Muss ich dann kotzen? Das könnte passieren, Jelly. Ich weiß es in deinem Fall wirklich nicht. Ich gehe davon aus, dass der Schnöse den Exorzisten machen würde, aber bei dir kein Schimmer. Keine Ahnung. Manche nährt es nicht richtig, andere übergeben sich, bei wieder anderen wirkt alles ganz normal. Einige wärmen das Blut in einem Gefäß auf. Mein Vorschlag wäre, du probierst mal einen Schluck und wartest ab, ob du es verträgst. Nachdenklich und vielleicht etwas arghöhnisch betrachtete Jelly das Blutpäckchen. Dann gab sie sich einen sichtlichen Ruck und griff nach ihm. Na, dann werde ich es jetzt wohl herausfinden. Sie ließ sich von der Tischplatte gleiten und hielt dann doch wieder inne. Als sie sich zu Ronan umdrehte, konnte man tatsächlich eine leichte Röte auf ihrem Gesicht sehen. Ehrlich gesagt ist es mir etwas peinlich, wenn man mich dabei beobachtet. Kann ich kurz dein Bad benutzen? Verlegen betrachtete sie das Blutpäckchen. Es fühlte sich wabbelig in ihrer Hand an. Ronan hob erstaunt die Brauen. Manchmal war es kein Wunder, dass die Dünnblütigen den Kainiten unheimlich waren. Was waren sie denn jetzt auch genau? Menschen? Vampire? Irgendwas dazwischen? Es war im höchsten Maße verwirrend. Er bemerkte, dass er sie wieder etwas anstarrte und räusperte sich. Klar, mach ruhig. Wenn es wieder hochkommt, ist der Weg immerhin nicht weit. Ja. Sie, Jelly, war ein Freak unter Freaks. Das war sie schon früher gewesen. Jetzt war es nur noch eine Spur schlimmer. Sie gehörte weder zur einen noch zur anderen Fraktion. Das brachte, nun ja, Privilegien, aber auch jede Menge Einsamkeit. Das Starren war ihr ein bisschen unangenehm, aber als er sein Okay gab, lächelte sie selbstsicher zurück. In dieser Welt brauchte man eben ein dickes Fell. Danke, dann gehe ich mir mal eben die Nase pudern. Sie betrat den hinteren Teil des Büros, wo es auch zu seiner Wohnung ging, und zog die Toilettentür auf. Sie schloss danach wieder ab, was wahrscheinlich albern war, aber naja, so fühlte sie sich eben sicherer. Dann betrachtete sie wieder das Blutpäckchen. Okay, nur Mutjelly, das ist nur Blut, das ist total schräg und voll normal. Wie jedes Mal. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Zähne, ehe sie den Abführschlauch glatt durchbiss. Eigentlich war es ja nur ein großes Trinkpäckchen, dachte sie bei sich, als sie den ersten Schluck probierte. Sofort wusste Jelly, was Ronan meinte. Das kalte Blut schmeckte merkwürdig. Es schmeckte gut. Das stand außer Frage, aber ihm fehlte irgendwas. Der Kick des Lebendigen, was warmes Blut immer hatte. Dieses schmeckte tot, leicht nach dem Silikon der Verpackung. Gleichzeitig sprach es diese neuen Sinne an, über die sie nun verfügte. Es war, als hätte ihre Verwandlung zum Vampir ihre Geschmacksknospen verändert. Sie wusste automatisch, dass das Blut einem kräftigen, gesunden Menschen gehört hatte. Sie konnte die Stärke schmecken und wusste sofort, dass sie diese für sich nutzbar machen könnte. Dann traf ihr Blick sich mit dem ihres Spiegelbilds. Sofort entfuhr ihr ein leiser Schrei und sie ließ das Blutpäckchen fallen. Mit einem leisen Platsch landete es im Waschbecken und das restliche Blut sickerte durch den Abfluss davon. Shit! Verärgert über sich selbst
schüttelte sie den Kopf und schlug sich leicht auf die Wangen. Dann hob sie wieder den Blick. Das Tier, welches sie vor wenigen Augenblicken noch aus dem Spiegel angeblickt hatte, war aus ihrem Gesicht verschwunden. Vorsichtig strich sie mit den Fingerspitzen über die Wangen ihres Spiegelbilds. Was zum Teufel bist du nur? Ärgerlich hob sie das Päckchen auf und drehte dem Spiegel den Rücken zu. Sie reinigte das Waschbecken, setzte ihr Gewinnerlächeln auf, in der Hoffnung, dass man ihr den Schreck nicht ansehen würde, der immer noch in ihren Knochen steckte, und kehrte ins Büro zurück. Da bin ich wieder, gar kein Problem. Der Tremere hatte brav abgewartet, und in seinem Gesicht sah man Freude darüber, dass Jelly das Blut scheinbar bekommen war. Ich hoffe, es war in Ordnung so. Warmes Blut ist besser, aber ich versuche damit, mich daran zu erinnern, dass ich immer noch menschlich bin. Ja, alles gut. Es schmeckt ein bisschen komisch, aber immer noch gut. Vielleicht war da ein Zittern in ihrer Stimme. Danke nochmal. Ich wusste gar nicht, wo ich an so etwas rankommen sollte. Einer der Vorteile, wenn man eine Marke hat und sie einzusetzen weiß. Ronan musterte sie skeptisch. Und ohne, dass es ihm bewusst war, wieder einmal, schaltete er in den Kopfmodus. Ist wirklich alles okay? Ich habe das Gefühl, du bist etwas verunsichert. Dir entgeht aber auch nichts, Sherlock. Jelly versuchte angestrengt, ihre Unsicherheit zu überspielen. Aber es wollte ihr nicht recht gelingen. Nein, es ist nichts. Ich hatte nur den Spiegel vergessen. Ist dumm, ich weiß. Den Spiegel? Was war denn da so beunruhigend dran? Der Spiegel ist schon okay. Was ich darin gesehen habe, nicht so. Kleiner Tipp von mir, halt dich, während du trinkst, von spiegelnden Oberflächen fern, sonst erschreckst du dich vor dir selber. Ah. Ehrlich gesagt, habe ich mich noch nie beim Trinken beobachtet. Vielleicht auch ganz gut so. Ronan sah jetzt Jelly mitfühlend an. So menschlich du auch bist. In dir wohnt ein Tier, das Hunger hat, und hungrige Tiere sehen nicht unbedingt charmant aus. Erschreck dich davon nicht. Versuch eher, das als Anreiz zu nehmen, nie so zu werden wie dein Spiegelbild in diesem Moment. Leichter gesagt als getan. Aber du hast recht. Wie meistens. Während Jelly den Schreck noch physisch abschüttelte, warf sie einen Blick in das Büro. Also, hast du noch was zu tun heute Abend? Oder hast du frei? Weil ich habe da diese verrückte Idee, wie man mit Hilfe eines Selfie-Sticks und der Frontkamera meines Handys ein Foto von der Vorderseite des Ortsschilds machen könnte. Also, in der Theorie. Ihr breites, ehrliches und in diesem Moment leicht verrücktes Grinsen war auf das Gesicht zurückgekehrt. Ronan verstand das nur zu gut. Er hatte Kainiten gesehen, die bereits nach wenigen Wochen alles Menschliche aufgegeben hatten. Und andere, die sich noch nach Jahrzehnten daran klammerten oder so taten. War es der Glaube, der ihm half? Das Versprechen, das er ihr gegeben hatte? Er wusste es selbst nicht so genau. Aber vermutlich spielte der Grund auch keine große Rolle, solange er nur an seinem Weg festhielt. Jellys Vorschlag und ihr zurückgewonnenes, übermütiges Grinsen riss ihn aus seinen Gedanken. Das klingt auf alle Fälle spannend. Von mir aus können wir das gern mal versuchen.